Christoph. Dennis. Das zweite Mal, wir beide hier zusammen. Das ist der Wahnsinn. Ich bin so glücklich. Wir sind heute ganz alleine. Sabrina ist weg. Das heißt, wir können heute mal richtig räudig sein. Deshalb steht die Folge heute unter dem Titel Bewusst ungesund essen. Viel Spaß. Ich finde, wir sollten beide das Recht haben, als Erster einzulaufen. Und jetzt nochmal anders? Jetzt nochmal anders. Okay. Hallo! Hallo! Danke! Danke, vielen Dank! Vielen Dank! Danke! Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Kochshow-Sause. Wir sagen heute mal einfach, das ist die Kochshow-Sause, das Spin-off Bewusst ungesund essen. Christoph ist zu Gast heute und das bedeutet eins, nämlich es wird richtig dreckig. Wir geben es uns heute hart. Und zwar mit, erzähl doch mal, was du dir überlegt hast. Naja, also ich, wer mich kennt, der weiß, ich achte ja sehr auf meine gesunde Ernährung. Ja, und ja. Es ist mir immer wichtig, eine ausgewogene Ernährung zu haben. Und da habe ich mir jetzt überlegt, in meinem letzten USA-Besuch bin ich auf eine... Bist du öfters da, ne? Ja, einmal bis jetzt. Ja, das war mein letzter. Ja, das stimmt. Die Amerikaner sind ja genial, ne? Die machen ja perfekte Sachen noch perfekter. Corn Dogs. Corn Dogs. Corn Dogs, genau. Okay. Das ist nichts anderes als Würstchen, also Heißwürstchen, wie wir sie nennen würden, in einem Mais-Teigmantel frittiert. Moment, mal, wie frittieren wir denn? Wir frittieren mit Frittier- und Bratöl, den 2 Liter, die ich da mitgebracht habe. Den kippen wir in den Topf, oder was? Natürlich. Oh Gott. Es sind auch extrem viele Zutaten dafür notwendig, wie man das sieht. Extra noch mein Brusthaar gestutzt. Habe ich gerade schon gesehen, sieht gut, super, ne? Aus. Gut, klasse, ne? Richtig, richtig gut. Richtig gut. Christoph, was brauchen wir denn alles? Das wichtigste Grundmittel, also ohne das funktioniert das Ganze jetzt einfach mal gar nicht, sind 2 Liter Frittier- und Bratöl. Das Gute hast du aber genommen, ne? Das Gute, weil es ist ja gut und günstig. Ne? Ja. Ne? 2 Fliegen in einer Klappe. Dann ganz normales Weizenmehl. Von Kati. Genau, von Kati, Typ 405. Ja. Das ist das helle. Ne? Hast du bewusst das 405 genommen? Oder? Ja, weil das andere ist ja dunkel. Ne? Naja, es gibt verschiedene. Ja, ist egal, 405 ist richtig. Nein, ja. 405. Und ich habe geguckt, das andere, dieses 1050, ist teurer. Und die Amerikaner nehmen immer günstige, billige Scheißsachen. Wir wollen es authentisch halten. Wir wollen es authentisch halten. Ja, Maismehl war gar nicht so leicht zu kriegen. Das heißt, Maismehl, wie ich es auch nenne. Boah. Schön. Backpulver. Dann haben wir jetzt wird's. Wir haben natürlich die Truman's American Hot Dogs. Oh, das ist nur das wirklich nur das Filetfleisch drin. Das ist das Beste, was das Beste. Ist da nur Schweinefleisch drin oder ist da auch was anderes? Ich zitiere. Zitiere. Das steht hier gar nicht drauf. Vor dem Kochen immer die Hände waschen. Dennis, hast du denn auch eine gute Küchenmaschine? Was musst du denn machen? Wir müssen rühren. Rühren kann die. Das ist ja ideal. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir irgendwie das Fett heiß kriegen. Ich habe ein Thermometer, aber ich weiß nicht, ob das... Nein, pass auf. Ein Küchenthermometer. Ja, wir brauchen erstmal einen hohen Topf. Das ist ein Küchenthermometer. Muss man vielleicht noch mit Zitrus... Das frittieren wir jetzt aus. Oh, das riecht schon lecker. Oh, das riecht nach gar nichts. Ja, es ist herrlich. Es ist einfach so frisch. Guck mal, das ist so... Oh, da riecht man, den ganzen Olivenbaum. Ich glaube, das wird schwierig. Wir brauchen einen schmaleren Topf, dass wir höher kommen mit dem Material. Ja, du kannst sie ja auch so schräg reinlegen. Du hast mir nicht die Anforderungen erklärt vorher. Ja, hast du einen Handschuh oder sowas? Nein? Nicht so hoch, Alter, das spritzt hinterher. Gott, oh Gott, das wird ganz furchtbar. Das kriegen wir hin. Ey, wir sind doch. Wir haben ja 150 Profis. Schieße. Ja, klar, Mann. Teig vorbereiten. Mhm. Welche Konsistenz hat das hinterher? Ja, der ist gut. Zum Beispiel für einen sehr flüssigen Teig nimmt man sowas. Nein, wir nehmen das Zwischending. So nehmen. Ich wollte immer schon mal was frittieren. Hast du einen Snickers hier? Ich habe Gummibärchen. Wir können da richtig geile Sachen frittieren. Wir können eine Banane frittieren. Das ist gut. Oder einen Knoblauch. Bei bewusst ungesund kochen kommt es auch sehr auf Intuitivität an. Ist das ein Wort? Darauf kommt es ja an. Und Intuition natürlich. Ne? Und wie viel brauchen wir? Wie viel Mehl? Du meinst jetzt, das ist 600 Gramm sind am Ende. Okay. Ich sehe das manchmal auf den Außenhandel, so, dass ich so einen Turtleneck habe mittlerweile. Ich habe den Kopf immer so weit vorne. Man muss immer so aktiv gegenwirken, dass man gerade steht. So.
weiß nicht, was hier mit dem Öl passiert, aber ich sag mal, du hast das ja mitgekriegt, dass ich den ein oder anderen Seitenhieb nochmal verteilt habe bezüglich deiner Hamburger von letztem Mal. Ich möchte dir natürlich auch die Möglichkeit geben, dich nochmal zu äußern zu der ganzen Affäre. Also alles, was dazu gesagt wurde, habe ich in dem Bildinterview gesagt und mehr werde ich jetzt auch nicht sagen. Ich checke gerade mal die Temperatur unseres Fettes. Ja, dazu gibt es einen Trick. Hast du einen Holzlöffel? Ach, hör auf mit deinem Holzlöffel, ey. Aktuell leicht erhöhte Temperatur, 44 Grad, 46 Grad. Wir brauchen 180 Grad, das ist der... Brauchen wir das? Brauchen wir das wirklich? Das ist der Sweet Spot zum Frittieren. Hast du saure Finger? Noch? Willst du das abstreifen? Nö. Komm, mach jetzt. 100 Milliliter Wasser, wie 100 Gramm. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn ist das, Alter. Erzähl das meinem Ami. Wie viele Gallonen sind das denn? Moment, wie viele Inch sind jetzt ein Kilogramm? Ja, genau. Dennis, wir brauchen noch ein Päckchen Milch. Na klar, ich hol's sofort. Wollen wir das wirklich so machen? Das ist eine gute Idee. Das ist ja so schwer, eigentlich wie das an. Wieso hast du auch nicht wie ein normaler Mensch Salz aus der Tüte? Du musst auch das Salz mitberechnen, was in meiner Handfläche liegt, ne? Mach das jetzt schon einen Löffel? Nee. Ich denk schon. Also ich denke mal, 50% fällt daneben. Ja, wir nehmen das jetzt so. Mach mal alles rein. Ich kann es nicht oft genug betonen. Salzt euer Essen genug. Salz ist wie das Salz in der Suppe, ne? Das ist, Leben. Ist wirklich so. Ne? Ja. Ja. Nachdem du letztes Mal schon so ein schönes Getränk mitgebracht hast, nämlich den Hugo, haben wir jetzt wieder was ganz Feines. Was ganz Feines. Was und ganz das wollen wir jetzt mal auch an unseren Gaumen führen. Also zu unserer ersten Folge habe ich ein Klassiker des Tankstellen-Kühlregal. Ich bin gespannt. Was haben wir denn hier? Wir haben hier zwei Dosen Faxe Premium. Das sind aber auch schöne Designs. Guck mal, da hat sich der Künstler richtig viel gedacht. Ja, Wikinger. Ist das eine Copyright-Verletzung, wenn wir das jetzt zeigen? Moment. Nein, das ist Werbung, weil Faxe so super Guck ist. Mal. Alkohol und ist ein ganzer Liter in der Dose. Weißt du, super. Und ich muss sagen, es war nicht so schlecht, wie man immer meint, aber irgendwann ist die Kohlensäure halt weg. Das ist das Problem. Du musst das halt schnell trinken, ne? Und es ist, es ist ja auch nur ein Liter. Ist ein Collectors-Item. Nein, halt das schlägt. Kohlensäure ist sehr wertvoll in diesem Bier. Du bist einfach der größte Idiot der Welt. Damit konnte doch jetzt keiner gemacht. Ich guck mal gerade, was unser Fett macht. Wir stehen jetzt bei 66, es springt sofort über 80, über 90, über 100. Wir sind bei 107, 113, 118. Mein Gott! Das ist was ganz was Feines hier. Der ist richtig schön cremig. Oh, da sieht man, wie der im Topf sich hin und her bewegt. Spieße meine Würstchen den ganzen lieben Tag, weil ich Würstchen spießen einfach so sehr mag. Ich habe letzte Woche total viel gesungen. Ich bin ja in so einer Musical-Nummer ausgebrochen, richtig. Bald kommt die große Kochschau-Sause, das Musical. Das Musical, ja. Ich habe mit Andrew Lloyd Webber schon gesprochen. Ist alles soweit in trockenen Tüchern. Wir müssen es halt nur noch aufnehmen. So sieht das übrigens aus. Na, pass auf, dann lass das jetzt alles hier machen. Oh Gott, das geht mal. Oh nein, das tropft alles. Das ist wirklich so richtig. Christoph, das ist an Räudigkeit eigentlich nicht mehr zu überbieten. Gefällt mir. Ab wann Brettöl? Dauert noch ein bisschen. Na komm, das passt. Nein. 178,5. 180! So, jetzt haben wir die perfekte Temperatur. Wie lange müssen die? Ich denke, so eine Minute. Das ganze Fett von der Oberfläche zieht einfach komplett rein. Nach zwei Sekunden glänzt es einfach nicht mehr. Es ist weg, es ist trocken. Weißt du, was ich als nächstes erfinde? Eine Korndruck-Drehmaschine. Vor allem als nächstes. Was hast du denn bisher erfunden? Jeder weiß ja, der mich kennt, ich bin ein großes Unternehmertum in mir drin. Alter, ich hab mich gerade voll am Finger verbrannt. Verdammte Scheiße, der Topf ist mega heiß. Einfach die Würstchen Toll. Mich würde gerade interessieren, wie heiß wir sind. Bewertet uns doch mal. Also, von der Skala von 1 bis 10. Nee. Ich hab gespritzt, denn es ist überall Öl. Das ist nicht nur Kochen, das ist auch ein bisschen Action hier. Einmal Dennis und Christoph, die Action-Brüder beim Kochen. Sie frittieren alles und dann muss Sabrina sauber machen. Action-Brüder, So, jetzt Christoph, zeig uns doch mal, wie man richtig schön teigt. Wichtig ist eine Drehbewegung. Wir fügen das hier ein und wieder drehen. Das ist wie eine Geburt eines Delfins. Was? So schön. Ich
habe das noch nie gesehen. Ich stelle es mir aber sehr schön vor. Das, nee, die ploppen einfach nur so raus, total unspektakulär. Und die sind sofort, aber das ist so geil, ne? Menschenbabys sind einfach dumm. Die können nichts machen. Du schweifst ab, wir wollen die Corn Dogs machen, Mann. Und Delfinbabys, Delfinbabys kriegen sofort alles hin. So ein Mensch braucht 3 Jahre, bis der einigermaßen selber was machen kann. Aber Delfine, die können sofort alles. Christoph, das besprechen wir vielleicht in unserem großen Delfin-Podcast. Zeig dir mal, wie das einzieht. Es glänzt, es glänzt, es glänzt, es glänzt, es glänzt nicht mehr. Es ist matt. Da werde ich schon mal die weiteren Würstchen schneiden. Pass auf, ich habe gerade einen Flashback. Du hast mich als Kind gezwungen, Wurstwasser zu trinken. Ja, klar. Hast du das in deiner Therapiesession? Nee, ja, ist auch, das ja hochgeschwommen, oder was? Du hast mich gezwungen, auf den Schrank zu klettern, um die Mini-Schokoküsse da runterzuholen. Was ist passiert? Ich bin runtergefallen und mir den Arm gebrochen. So nämlich. Mein Bruder hat sich für Schokoküsse für mich den Arm gebrochen. Wo ist Sabrina eigentlich? Sabrina ist heute auf einen Junggesellinnenabschied. Oh Gott. Sie machen nicht sowas wie einen Bauchladen oder so. Ich habe extra gefragt, weil ich mich sonst sehr schämen würde. Was hast du sonst so erlebt die Woche? Irgendwelche spannenden Geschichten? Ja. Ich war tatsächlich gerade beim Einkaufen und stelle meinen Einkaufswagen dahin. Stehen 3 Jugendliche, einer guckt mega angepisst. Boah Junge, bei Ehre jetzt, ne? Sag ihr jetzt nochmal, was los ist? Jungs, redet miteinander, ansonsten wird das nichts. Nichts hat er gesagt? Nichts. Nichts hat er tatsächlich gesagt? Das ist ja was. Zum Beispiel habe ich letztens so 11-Jährige gesehen, die haben einfach immer gesagt Ehre. Ja, Ehre. Aber die haben das einfach so als Füllwort benutzt. Kommst du mit, Ehre? Was waren denn so Wörter, die ihr benutzt habt, als ihr in der Schule wart? Das war in der 2. oder 1. Klasse, da kam meine beste Freundin zu mir und meinte, ich kenne ein neues Wort. Ja. Ich dachte, was kennst du denn? Ja, geil. Ja, das ist voll cool, mein Bruder sagt das immer, geil. Ja, okay, cool. Dann sagen wir ab sofort geil. So, ne? Was ist das? Das ist ja richtig geil. So ist das entstanden? Dass... Überleg mal. Weil das ist eine Story, die erzählt man sich immer wieder, dass Christoph irgendwann die Ghetto-Sprache bei uns ins Haus gebracht hat, indem er angefangen hat, geil zu sagen, aber eigentlich gar nicht geil gesagt hat, sondern meint geil. Geil. Und da gab es früher noch Fernsehverbot für das Wort. Ich bin mal aus dem Sportunterricht geflogen, weil ich einen Stinkefinger gezeigt habe. Nein! Da mussten unsere Eltern tatsächlich in der Schule antanzen. Und da gab es richtig Lack. Ich habe 2 Wochen Fernseher weg, Konsolen weg, alles weg, ne? Und ich glaube, heute sind die 2 Wochen. Ja, das haben die richtig durchgezogen. Heute sind die Lehrer froh, wenn die einfach schon keine Stich- und Schusswaffen kriegen. So ein Stinkefinger ist da so, oh, das ist aber ein guter Junge, der ist aber gut erzogen, Ehre. So ein Mittelfinger ist mittlerweile der Ehrenfinger. Der Ehrenfinger. Ey, was machen wir mit dem ganzen Teig? Lassen den Teig nachher einfach reinwerfen und so essen. Nein, wir wollen noch Bananen. Ah, jawohl. Also, wenn wir keine Würstchen mehr haben, dann werden wir einfach alles andere frittieren, was wir hier noch haben. Ah! Wir kommen einfach aus einer Frittierfamilie. Das ist einfach. Also bei uns wurde schon früher alles frittiert. Der Teig haftet nicht an mir. Ah! Okay, scheiße, das könnte jetzt anfangen zu brennen. Ich mein's ernst. Du bist so dumm, Alter. No. Ich hab mir gerade. Ja, du hast das Teil abgebrannt. Gebrochen. Okay, jetzt eskaliert. Tu mal das Stäbchen weg, ne? Warum? Ja, weil das jetzt gleich brennen könnte. Nein, es brennt doch nicht. Es ist auf der Herdplatte, Mann. Ja, dann stell doch die Herdplatte raus. Da brennt doch nichts. Ja, dann musst du das halt mal machen. Super Idee, was du jetzt machen. Immerhin zeichnen wir den Tathergang auf. Man kann hinterher genau rekonstruieren, warum das Haus abgebrannt ist. Ich hoffe, die Kochshow-Sauce ist gut versichert, Mann. Wir haben 6 Follower. Jetzt machen wir richtig schön Bananen noch, ne? Hier, richtig schön, ne? Das ist schön paniert, schön geteigt. Die kannst du aber hier reinhalten. Ist das Gummibärchen, was verschwimmt? Jetzt haben wir hier noch einen Apfel. Guck mal, Apfel frittieren. Man kann alles frittieren, Leute. Hast du Schokolade? Ja. Ja, lass uns Schokolade frittieren. Die müssen wir quer frittieren. Also ich würde hier den definitiv eine... Ah! Wir stechen uns mit Holzstäben in den Finger, Actionbrüder! Au! Fuck! Guck mal, es blutet richtig heftig! Guck mal! Ey, was ganz anderes, sieht aus wie eine Kartoffel, Alter! Guck mal!
Wir sind jetzt fertig mit Frittieren. Ich würde sagen, erstmal die Hauptspeise, bevor wir uns dann über den Nachtisch hermachen. Wir haben ganz fantastische Sachen noch frittiert. Soße ist wichtig, oder? Du bist auch ein immer Soßenfan. Wegdippen. Ja, dann würde ich sagen, Prost nochmal an. Guten Appetit. Guten Appetit. Das ist echt ganz geil. Da isst du wirklich zwei von bis Schluss. Ja, einen haben wir jetzt schon. Ich habe dich ja stark kritisiert für dein Burgerrezept letztes Mal. Aber das hier, das hat was. Das ist richtig, richtig nice. Wenn wir jetzt mal bewerten, wie geil das Essen ist. Also es schmeckt jetzt natürlich nicht irgendwie großartig nach einem tollen Essen. Aber für Fast Food, wie würdest du es einschätzen auf einer Skala von 1 bis 10? Ich würde dem Ganzen eine gute 8 geben. Boah, ist der scharf, der Mike. Boah. Die Mayo? Das ist eine Wurst in Teigmantel. Dafür ist es wirklich lecker. Ich esse noch ein paar, ich bin noch nicht fertig. Also einen esse ich noch und dann müssen wir uns den Nachtisch widmen. Ja, ich will so einen dunklen noch haben. Einen richtigen Klopper. Das ist mir schon richtig schlecht. Ist krass, ne? Wir sind bewusst ungesund essen. Und wenn man sich dazu entscheidet, bewusst ungesund zu essen, dann heißt das auch, dass man ausblendet, was das alles an negativen Folgen mit sich bringt. Was hast du jetzt gegeben? Ich habe eine 8 gegeben. Ich würde tatsächlich auch eine 8 geben. Ja. Ich habe dir schon was auf dem Teller gegeben. Was ist das jetzt genau? Ja, weiß ich nicht. War aber gar nicht schlecht mit Tomate. Echt? Es war halt nur, ich habe nicht damit gerechnet. Das ist Schokolade. Okay, probier mal. Voll gut. Ich mach keinen zart bitter. Okay, aber ich bin sehr gespannt jetzt auf die Gummibärchen. Guck mal, das läuft schon hier raus. Mega gut, ey. Also Gummibärchen war bisher das Beste. Oder? Da bin mir noch nicht sicher, ob ich Gummibärchen habe. Zeig mal. Das ist auf jeden Fall nicht Gummibärchen. Nee, das ist Banane. Das ist Banane. Boah. Findest du nicht gut? Boah. Das ist Gummibärchen. Probier auch mal eine Banane hier. Das ist gut, oder? Okay, das ist pervers. Eine Marmelade da drin, ne? Ja. Okay, das ist geil. Das ist wirklich gut. Es dürfte jetzt Banane sein. Mhm. Mahlzeit. Mega. Was hast du denn dagegen? Das ist super. Ja. Man kann Würstchen frittieren, man kann Bananen frittieren, man kann Gummibärchen frittieren, man kann Schokolade frittieren, man kann Tomaten frittieren, man kann alles frittieren. Was war das? Kartoffel. Ah, nee, Apfel. Apfel, okay. Ist so schlecht schon. Ich kann schon nicht mehr essen eigentlich. Boah, das ist alles so schlimm, ne? Das, was hier auf meinem Magen schreit, was machst du da? Ich stelle mir das immer so vor, in meinem Körper, dass dann da wirklich so die Alarmsirenen angehen. Und die haben sich auf einen ruhigen Samstagabend eingestellt. Ja. Die wollten gerade Feierabend machen und dann auf einmal denkt Dennis sich so, wir machen mal Corn Dogs, aber wir machen auch noch frittierte Bananen und frittierte Gummibärchen und frittierte Schokolade. Prost. Ja, Mahlzeit. Ist fest, aber hat auch was. Hat auch was. Also sobald ein Vitamin drin ist, oder dann ist es nicht mehr so deins. Nee. Hier ist doch noch eins mit Schokolade. Lecker. Manchmal stecke ich mir auch 5 Bonbons auf einmal in den Mund. Lecker. Okay, ist so schlecht. Kann nicht mehr. Ich kann nichts Frittiertes mehr sehen. In den nächsten 5 Jahren war es das noch nicht. Du hast dein Schokoladenfrittiertes noch gar nicht gegessen. Ist das was? Das soll nicht an. Okay. Oh, ja. Das waren Corn Dogs und das war die erste Folge bewusst ungesund essen. Aber es war super! Es war super, aber es war auch super eklig und mega pervers einfach. Corn Dogs können wir empfehlen, also ich für meinen Teil zumindest. Ja, in Maßen. Zerstört euch euer Leben nicht komplett. Ja, immer in Maßen genießen. Was wir heute gelernt haben und was ich auch euch da draußen gerne weitergeben möchte, keine Angst vorm Frittieren. Guckt einfach mal in euren Kühlschrank, was ihr da noch so habt. Zu Hause, da befinden sich die tollsten Sachen, die man alle frittieren kann. Definitiv. Haben wir heute gesehen, wir haben uns komplett durch die Nahrungspalette durchfrittiert. Ja. Komm, Christoph, halt durch. Doch, ich kann nicht mehr. Boah, das war jetzt zu viel. Ich würde sagen, das war die erste Folge bewusst ungesund essen. Wir haben dem Folgentitel alle Ehre gemacht. Ich kann nicht mehr denken, ich kann nicht mehr reden. Meine Arterien sind verstopft mit Frittierfett. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Wenn ihr ein bisschen Freude hattet an diesem Format, dann abonniert doch den Channel, lasst ein Like da, kommentiert doch vielleicht auch mal. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, die große Kochshow-Sause. Vielleicht mit etwas gesünderem Essen. Mal schauen.
Ciao. Adios.